So, ich probiere es dann heute auch mal mit einem kleinen Video. Ich möchte heute einen Cobbler machen. Dazu brauche ich einen Dutch Oven mit, unbedingt mit Backpapier drin. Ich habe mir hier einen ganz billigen Schokokuchen besorgt. Es muss nicht immer der teure von Dr. Oetker sein. Ein bisschen braunen Zucker, ein Glas Sauerkirschen und ein paar Butterflocken. Und ihr werdet kaum glauben, wie einfach das Ganze ist. Ihr nehmt einfach die Kirschen. Rein damit in den Dutch Oven. Anschließend kommt hier der Schokokuchen oben drauf. Ich habe hier übrigens jetzt einen 9er Dutch Oven genommen, weil der andere, der wird ein bisschen. Na, da verläuft sich diese kleine Packung fast drin. Und das Ganze mache ich jetzt ein bisschen mit der, einfach mit der Hand, ein bisschen glatt. Anschließend kommt noch ein bisschen brauner Zucker oben drauf. Die vorbereiteten Butterflocken. Und anschließend geht das Ganze für gut 15 bis 20 Minuten auf die Kohlen, und zwar nehme ich hier unten 8 und oben 12 Kohlen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Tja, und kaum lagen natürlich die Kohlen auf dem Dutch Oven, fing es an zu regnen. Aber wie hat mein Opa schon immer gesagt, man kann ruhig doof sein, man muss sich nur zu helfen wissen. So sieht das Ganze dann aus.